Im hintersten Zillertal in Tirol liegt das kleine Bergdorf Ginzling. Noch heute erzählt man sich hier die vielen Geschichten einer Wilderin. Die Leute im Ort nennen sie bis heute nur die Flötenschlagstaude. Ist ich halt die Flötenschlagstaude als eine Frau, die ihrer Zeit voraus war, die zu Mitteln gegriffen hat, die in der Zeit überhaupt nicht gebräuchlich waren. An einem steilen Berghang, hoch oberhalb vom Dorf, kämpfte sie ihr Leben lang gegen Armut und Hunger. Aber vor allem gegen Regeln und Gesetze. Sie war sicher ein Vorbild für Frauen, die sich noch gewünscht hätten, so zu sein wie sie, durch ihre Stärke, durch ihren Willen. Halt! Hier bleiben! Elisabeth Lackner wird zur Last gelegt, am 23. August unerlaubterweise eine Gams geschossen zu haben. Gewisse Situationen war sie sicher glücklich. Aber so ein glücklicher Mensch, glaube ich nicht. Nein, zu denen hat sie zu viel mitgemacht. Der Staude sagen, du darfst nicht mehr wildern, das hat nie jemand sagen können. Oder dass sie das akzeptiert hat, sagen kann er schon, aber akzeptieren wird sie das nie.